Guten Morgen, mein Schatz. Frohe Ostern. Frohe Ostern, Mann. Hast du Ostergeschenk gekriegt? Ja, Rührei. Ich hab mir ein Ei gewünscht. Spülen darf ich gleich. Ja, ich habe immer einen Nachteil. Wir haben heute Ostersonntag. Es hat bis eben geregnet. Es hat aufgehört. Man hofft, dass ein bisschen blauer Himmel bleibt, der da ist. Eben war schon ein schöner Regenbogen da. Und heute, du schlabberst. Ich schlabber noch. Wenn, dann ist das die Tasse. Ja, siff, siff. Heute wollen wir nach Münster fahren. Wobei ich mir noch nicht sicher bin, ob wir echt in die Stadt fahren, weil der, aber bei dem Regen gestern, die Fahrt durch die Felder war ja richtig schön. Lassen wir uns mal überraschen. Plan ist Münster. Schauen wir mal. Jetzt wird gefrühstückt. Ja, die haben hier einen Bewegungsmelder mit Hundegebell, hatten hier neuen Rasen gesät, um die Krähen und andere Vögel oder vielleicht auch Rehe, was hier alles so ist, abzuhalten. Das war richtig gut. Da können wir fürs Wohnmobil, von wegen Alarmanlage. Aber was hier ist, wir haben ja Ostersonntag, wie wir eben schon gesagt haben, wir sind hier kurz vor den Rieselfeldern, einem Naturschutzgebiet, Vogelschutzgebiet, Vogelreservat, wie immer das heißt. Es ist hier die reinste Ostermarsch. Ostermarsch, genau. Ja, ich habe gerade wieder was Schönes entdeckt hier und dabei musste ich noch Schilder gucken. Geradeaus oder darum, kannst beides fahren, dann fahren wir hier rum. Krötenwanderung, die wussten doch noch gar nicht, dass ich hier fahre. Ja. Die wussten das. Nein. Sagt Schnups mal hallo. Schnups ist der Rieselfeld-Bisam, der hier in dem Naturschutzgebiet Rieselfeld lebt. Es gibt ein Infozentrum mit seltsamen, ausgestorbenen Lebewesen, die Alfredo-Frettchen. Infomaterial, das ihr kostenlos mitnehmen könnt. Den könnt ihr nicht kostenlos mitnehmen. Also da müssen wir über den Preis verhandeln. Ich hätte gern so einen großen Knaus E90 oder so. Leute, erstens fährt ihr den, bringt ihr mich nach mindestens einer Woche wieder zurück. Ich würde den schon fahren. Ich muss mich nur dran gewöhnen wieder. Und hier habt ihr dann auch mal eine Übersicht, wie viele Rieselfelder es gibt. Kann das jetzt ohne Drohne leider nur vom Bild abfilmen. Aber man sieht das ganz gut. Hier habt ihr einen kleinen barrierefreien Eindruck. Was es alles zu entdecken gibt und wie die Wege sind. Hört ihr hier auch dieses unwahrscheinliche Geschnatter und Vogelgezirpe? Ich bin mal leise. Und sowas macht mich dann immer traurig. Kann man das nicht, wenn man schon einen Beutel mitnimmt, mit nach Hause nehmen oder bis man den nächsten Mülleimer findet? Ne? Also das ist dann wirklich traurig. Die Kühe. Die sind so mit langen Hörnern. Welche?
Guck mal, auch da. Nein, nicht da, Milch, da. Jetzt sind wir dran vorbei. Überall diese kleinen Felder und die Vogelbeobachtungshütten. Ich habe noch nie so viele da sind sie, ganz nah. So viele Ornithologen auf einem Haufen gesehen. Und an der Küste haben wir schon immer, egal wo wir waren, viele gesehen. Ne? Also hier ist direkt hinter der Grasnarbe immer direkt Wasser. Komm, es kann losgehen. Endlich richtig Sonne. Obwohl es gestern ja angeblich wärmer war, ist aber mit der Sonne, das jetzt fühlt sich das um einiges wärmer an. Das ist der Rieselfeldhof. Scheint ein beliebtes Ausflugslokal zu sein. Sieht aber auch gut aus. Guck mal. Hätten wir eben nicht erst gefrühstückt? Ja, haben wir aber. Haben wir aber. Wir müssen ja auch wieder zurück. Aber eigentlich wollte ich hier nicht zurück. Guckt mal, wir sind in Auenland. Sag ich zu Alfred, halt mal an, ich möchte ein Foto machen, fährt er mir genau vor die Kamera. Im Auenland ein Hobbit-Tier vor die Kamera rannt. Und was sagt er? Du bist bekloppt. Da kannst du nur noch beten. Irgendwie. Das ist doch recht. Haben sich hier alle gegen meine Knipserei verbündet. Also Fahrradfahren Münster, genial. Große Fahrradwege, super Beschreibungen, Fahrradstraßen, so wie hier, die dich ins Zentrum bringen. Mitten durchs Geschehen, wunderbar angelegt, da auch wieder ein schönes altes Haus. Also, pass auf, komm, Fahrrad. Ich habe mich jetzt nicht damit auseinandergesetzt, was wir hier alles so finden. Schon imposant. Ja. Du bist ja auch hier. Ja. Ich kann hier keine Fotos machen, hier gibt es zu viel zu gucken. Ja. So eine Stunde Fotos machen. Ah. Guck mal, wie Häuser toll, ne?
Ich bin ja samstags damals hier gewesen. Kurz vom 1. im November. Also auch da war das hier relativ entspannt. Der Tee happy. Münster bietet so viel zu entdecken. Ich habe hier mal ein Wochenende verbracht. Wir sind durch unzählige Straßen gegangen. Also das können wir euch gar nicht alles zeigen oder auch erklären, was ihr da seht. Das wäre ein separates Video. Vielleicht machen wir es mal an anderer Stelle. Auf jeden Fall nicht auf unserer Ostertour. Wir wollen jetzt erstmal Richtung Schloss und gleich auch noch ein bisschen am Kanal entlang. Weil der Rest des Tages wollen wir nämlich heute mal nichts tun. Können wir das überhaupt? Schauen wir mal. Ja. Okay, das ist ein Hörsaal, das ist jetzt nichts für mich. Ich glaube, da bin ich falsch. So lässt sich leben. Hier ist es richtig schön. Vor allem, wie viel hier schon blüht. Muss ich gleich mal aus der Nähe angucken. Ob das echt schon Rhododendron ist. Und da ist der Botanische Garten. Da gucke ich mal, was das kostet. Muss ich rein. Ich suche schon mal eine Bank, habe ich schon gefunden für dich. Dann werde ich euch mal mit in den Botanischen Garten nehmen. Der befindet sich hier hinter der Hecke. Hier blüht schon überall der Rhododendron. Guckt mal. Auch der Pinke hier öffnet schon seine Knospen. In der Kombination mit den Narzissen echt traumhaft. Der Eintritt in den Botanischen Garten ist frei und ihr könnt hier allerlei bestaunen. Es ist gut besucht. Ich halte mich jetzt ein bisschen zurück, das kennt ihr ja, damit ich nicht so viele Leute aufs Video bekomme. Thank you.
sämtlichen Pflanzen noch alle drin. Die Fenster sind geöffnet. Und wenn hier mal die ganzen Palmen, Orangen, Olivenbäumen und so weiter auch rausgeholt werden, ist das hier noch ein größeres Paradies, wie es jetzt schon ist. Na, der Blauregen blüht ja auch noch nicht, also das wird bestimmt toll aussehen. Hier haben wir noch einen alpinen Steingarten, was mich ja ein bisschen an zu Hause erinnert. So, inklusive der Murmeltiere und einem großen Weiher. Boah, das erstreckt sich da hinten noch immer weiter, aber ich glaube, das kriege ich nicht mehr hin. Ansonsten fährt Alfred ohne mich nach Hause. Viel Grün. Das ist jetzt das Tropenhaus. Nicht hier festhalten kann, ist der Duft. Es ist also so ein Jasminbad mit irgendwie ganz viel anderem, kommt in dem keine Art nach, wie es jetzt hier riecht. Es ist hier sehr warm drin und ich weiß eins, sollte ich mal im tropischen Regenwald sein, würde ich kein Sweatshirt mit einer Fleecejacke mit Teddyfell anziehen. Aber es lohnt sich trotzdem. So, noch der letzte Abstecher, bevor ich zu Alfred zurückgehe. Die Leute sitzen überall, genießen die Sonne. Auch schön dieser Schilfgang hier. Und dann hier auf der Bank einfach genießen. Herrlich. Ich bin wieder da. Warum hast du die Mütze denn so auf 7:30? Ja, damit ich auf 6:30 was sehe. Also ich war nur in einem Drittel drin. Wenn du bedenkst, dass in Köln für die Flora dafür Eintritt genommen wird und noch weniger zu sehen ist. Die Orangerie ist vollgepfropft mit Olivenbäumen, Orangenbäumen. Die ist riesengroß. Das holen die im Sommer jetzt noch alles raus. Und ein ganz großes Tropenhaus und vorher ein kleines Tropenhaus und ein Kakteenhaus. Also wenn Alfred nicht zu viel schneidet, habt ihr dann an der Stelle ganz, ganz, ganz viel Grünzeug gesehen. So, möchtest du Kaffee und Kuchen? Ja. Dann ab zum Kaffee da oben. Ich
Ich weiß gar nicht, wie das hier heißt. Das hat wieder so lange gedauert, dass wir glatt vergessen haben zu filmen. Aber meine Frau, die hat noch ein bisschen. Apfelkuchen. Aber nicht, weil ich diesmal wieder gequatscht habe, sondern weil die gar nicht damit gerechnet haben, dass heute so ein Andrang ist. Da ist einer, der das alles allein wuppt, eine in der Küche und eine, die abräumt. Und der macht alles. Der kassiert, der macht einen Kuchen drauf, der macht den Kaffee rein. Und direkt hinter dem Schlossgarten habt ihr hier, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Da steht auch nichts. Halt, dieses Café können wir empfehlen. Ihr sitzt hier toll. Von innen sind auch schöne Sitzgelegenheiten. Kleine, schmale Küche, empfehlenswert. Rundet den Tag hier absolut ab. Ja, wir sind jetzt auf dem Rückweg Richtung Kanal, aber immer noch was Ortsteil Mauritz zu entdecken hier. War doch eine gute Idee, noch mal durch die Rieselfelder zu fahren und nicht am Kanal vorbei. Was sagst du? Ich finde das schön hier. Guck mal! Fahr! Da! Noch mal ein kleiner Blick auf die Rieselfelder von oben diesmal. Was machst du schon wieder? Marco hat ein Lied für Vogelsang kreiert. Wir hatten ja Ostertreffen auf, ich mach mal leiser, oben auf dem Wohnmobilpark in Vogelsang. Und der hat ein richtig cooles Lied mit einem richtig tollen Clip dazu gemacht für den Stellplatz. Oh. Kann für uns zum Grill anfangen auch reinzumachen. Richtig toll. Aber wenn ich dazu sehe. Es geht hier wieder los. Hatten die anderes Wetter wie wir? Wieso? Wir hatten noch gutes Wetter. Nee, die hatten Winter. Winter? Hat es geschneit? Da liegt schon das erste drauf. Und gleich. Happy, happy. Das lang ersehnte Angrillen. Ja. War ja schon mal vor 2 Wochen? 3 Wochen? Wann waren wir in Kompass? Ja, geplant war das schon mal. War das schon mal öfter, aber. Vor 2 Wochen war das geplant. Ich kenne jemanden, der vergisst immer das Fleisch rauszunehmen. In Grubenforst haben wir sogar noch extra Fleisch unterwegs gekauft. Ja, da war es geregnet. Nee, da hat Martina so viel Bratkartoffeln gemacht, dass wir kein Fleisch mehr brauchten. Ach so, ja, ja, richtig. Ja. Okay. Und du hast dieses Jahr ja quasi schon gegrillt. Das war Silvester. Ich habe hier gegrillt, Silvester? Natürlich. Auf dem Treffen. Ach so, ja. Wir hatten uns ja dazu eingeladen, beziehungsweise sind dazu eingeladen worden. Und die hatten einen Grill mit und der funktionierte nicht. Und ohne uns hätten die gar nicht grillen können. Ja. Weil wir haben den Grill immer drin mit. Ja. Weil ohne Grill fährt Alfred nicht. Der lässt eher mich zu Hause als den Grill. So ist das im Leben. Wahre Liebe geht durch den Magen. Richtig. Und auf den Grill. Hallo, ihr Lieben. Hört ihr das? Wir sitzen gerade bei unserem ersten Gewitter, das direkt über uns ist, in unserem Wohnmobil. Wir fahren ja schon mehrere Jahre, aber ein Gewitter, das direkt über uns ist und jetzt auch noch mit Starkregen einsetzt, es war nicht angekündigt, gar nichts. Ich wollte heute Abend eigentlich noch ein paar Aufnahmen für unser aktuelles Video machen. Haben wir jetzt hier echt
richtig Donner und Blitz genau über uns. Jetzt setzt der Regen ein. Es war gar kein Regen angesagt, aber das hat was. Und hätte der Nachbar uns eben nicht gewarnt, dass es gewittert und donnert, hätten wir das gar nicht mitbekommen, weil wir, Alfred sitzt mit Kopfhörern da, schneidet das Video, passt die Töne an. Ich hatte ein Video von Kollegen angeschaut, die hätten es gar nicht gemerkt. Und da geht jetzt gerade die Post ab über uns. Hoffentlich geht alles gut und es gibt keinen Hagel. Weil vor Hagelschaden habe ich echt Respekt. Wie geht's euch so? Schreibt es uns mal in den Kommentaren. Macht's gut! Wow, es hagelt, es regnet, ich glaube, man hört mich nicht und das Gewitter ist so mehr oder weniger fast über uns. Und was da jetzt gerade abgeht, ist gar nicht so schön. Oh oh, es war überhaupt nicht angesagt. Das ist unfair. Boah. Videoproduktion bei Duckmobil. Ich bin ein armes Mädchen. Ich sag zum Alfred, als nächstes Lied nehmen wir den Mann mit der Kapuze. Da sagt er zu mir, kriegst gleich einen Kopfknoten. Du hast gesagt, ja, das ist schon mal eine Kopfbedeckung. Da habe ich gesagt, du kriegst gleich Wenn du einen Mann mit Hut mir zeigst, und ich weiß nicht, wie das Lied heißt, und du zeigst mir so einen Schuppes mit Hut. Ich weiß es auch nicht. Und ich möchte einen mit Kapuze, ja. War mir ja schon mal der Sache ein bisschen näher, weil er hatte ja immerhin eine Kopfbedeckung an. Ne? Also, von wegen, YouTube ist so einfach. Ich kann euch nur sagen, als YouTube-Creator hast du gewisse Hürden zu nehmen, zumindest als Pärchen. So ein Mist, schon wieder vorbei. Es hat nur 4 Tage, die wir nutzen konnten. Und die sind auch schon wieder ruckzuck vorbei. Heute Ostermontag hat es von heute Nacht an, gestern ja schon begonnen mit einem heftigen Gewitter. Leider konnte ich euch die Moonlights nicht mehr fotografieren dadurch. Bis vor 30 Kilometern oder so, hat es eigentlich durchgeschüttet. Wir fahren jetzt gemütlich Landstraße nach Hause, sind richtig entspannt. Ja. Und sagen mal, das waren tolle Ostertage, oder? Richtig. Und beim Tanken haben wir noch Ostereier geschenkt gekriegt. Genau. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was der Betreiber sich da hat für die Bootsanleger und für die Wohnmobilisten hat einfallen lassen, ist so ein richtig schönes, schnuckliges Eldorado, ohne hier auf Hightech zu setzen, sondern mit kleinen, netten Gimmicks, die gar nicht so viel Kosten oder Technik benötigen, sondern einfach wie den Ententeich mit der Sitzgruppe, die Bücherecke mit den Kinderspielsachen darin, alles so kleine Gimmicks, die auf dem Gelände verteilt sind, die ich sage, super, wo habt ihr die Ideen her? Also an der Stelle, ja, alle Achtung. Münster hat uns völlig überrascht, ne? Grün, wirklich eine Fahrradstadt. Jetzt auf dem Ostersonntag natürlich auch nicht so viel Trubel, aber sehr viele Spaziergänger, richtig angenehm. Ich hatte gestern noch mit einem gesprochen, die waren am Samstag in Münster. War keine so gute Idee, sind so mit dem Kopf hier laufen. Ja, da waren wir ja in Telte und das war recht entspannt da. Ja. Und wir fahren definitiv noch mal ins Münsterland, aber auch wenn in der Region nördlich von Münster, ne, so die andere Richtung, Richtung Großfeld oder so, wird es ein bisschen hügelig, da haben wir Schwierigkeiten. Aber ja, wir sagen an der Stelle, es war ein super Wochenende. Wir können es euch nur empfehlen, auch einmal im Münsterland zu probieren. Fahrt einmal hin, Top-Ziel. Es gibt so viel zu entdecken. Vor dem Stellplatz, das haben wir nicht gesagt bis jetzt, gibt es auch eine Bushaltestelle. Also ihr könnt auch mit den ÖPV in die Stadt fahren. Telgte lohnt sich definitiv. Haben wir auch heute mit anderen Campern noch gesprochen, die gesagt haben, wart ihr schon mal in Telgte? Waren wir ja, super, botanischer Garten, wenn die Orangerie ausgeräumt wird. Absolutes Muss. Vielleicht sogar für uns, dass wir da nochmal hinfahren. Münster, Weihnachtsmarkt, auch so ein Thema. Die Rieselfelder im Winter. Es gibt dort geführte Wanderungen, auch zu verschiedenen Uhrzeiten und Jahreszeiten.
Du kannst da so viel machen und vor allem kannst du da ganz viel Spargel essen. Und Erdbeerfelder gab es ganz viel. Aber nicht im Winter. Nee. Also an der Stelle sagen wir wieder ein Dankeschön fürs Zuschauen. Wir freuen uns, dass es euch wieder einmal gefallen hat. Und ja, an der Stelle sage ich, wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Noch einen schönen Rest Ostermontag und kommt gut nach Hause, solltet ihr noch unterwegs seid. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.